Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Moment, es regnet. Oh Gott, wie mache ich das? So. Was so? So. Servus. Servus. So. So. Was ist denn das für eine Adresse? So. Spontane Tour. 100% Ratini gekommen. Genau jetzt, wo die Map wieder läuft, kommen wieder die Spawns. Erster Respawn für den Kollegen hier. Schauen wir mal. So, wieder zurück. Wir waren beim angeblichen 100% Ratini. Aber wir haben dort nichts gefunden. Durch den Regen sind wir gegangen für nichts. Das war echt sehr komisch. Wir haben da nur einen Sterndo und einen diesen Elch gefunden. Ich weiß gerade nicht, wie der ist. Damniaplex. Da habe ich auch einen Zuschauer getroffen, der hat es auch nicht gefunden. Und zwei, die waren auf dem Weg und ein Kollege Felix war auch am Start, auch auf der Suche danach, aber. Und einer aus der Gruppe, der war auch davor schon da, hat geschrieben, dass er nichts gefunden hat, also echt sehr, sehr komisch. Laut Map 100% Ratini dort, aber. Ich habe echt keine Ahnung. Ist ein Galaxo reingekommen, aber man kann Philipp nicht mehr vertrauen. Tut mir leid, Philipp. Die Macholla gehen wieder. Nee. Also zumindest ein Teil seiner Accounts ist nicht mehr geshadowbanned. Echt leidend. Stratini steht immer noch dort. Ja, laut der Map natürlich. Aber es war nicht dort, in real. Es kann auch nicht sein, dass ich ein Shadowban habe. Der Kollege hier links von mir ist sauber. Also relativ. Er hat ein bisschen Account-Sharing getrieben. Ein Inkognito gefangen, aber. Er müsste echt kein Shadowban haben. Also das können wir auch ausschließen, dass wir alle einen Shadowban haben und dadurch das seltene Tratini nicht gesehen haben. Schauen wir mal, was Philipp dazu sagt. Neue Tricks von Niantic. Davor waren auch Serverprobleme. Ihr wisst, nach Serverproblemen gibt es immer Neuigkeiten, ein paar neue Tricks von denen. Ist schon an. So, wenigstens holen wir uns jetzt ein Funfee, das in der Nähe war. Da hat die Map funktioniert. Ich brauche da noch ein paar Bonbons, weil ich für euch einen Don von Max pushen will. Auch wenn ich noch kein allzu gutes Funfee habe. Wenigstens etwas. Und tschüss. Welche wäre? Gelbe. Klar, sonst. Ich schmeiß bei allem außer 100%. So als 50%, gell? WTF? Aha. Es könnte auch sein, dass es kein Stundenspawn war. Sondern nur ein normaler. What the fuck? Natürlich war Birgit dort. Birgit, ich sehe dich, du bist immer dort. So. Dann mach mal schnell dein Götzchen an. Ich habe wieder auf das GoPlus rüber geswitcht. Das ist jetzt eigentlich für den zweiten Account. Aber der Kollege will es mal ausprobieren. Ob das Götzchen auch so Verbindungsprobleme hat wie sein GoPlus. Weil bei GoPlus funktioniert bei ihm gar nicht. Zum Glück kenne ich diese Probleme nicht. Ja, erfolgreich verbunden. Ja? Ja. Einfach so direkt beim ersten Mal. Ich bin mal gespannt, wie es fängt auch direkt Pokémon. So schnell geht's. Was sieht das? Ja, jetzt nicht mehr, die Animation ist schon vorbei. Es fängt gleich noch einer. Geil. Ich bin ein Pluspunkt für Gotcha. So. Auf dem Weg. Oh, warte, jetzt habe ich Screen. Nee, ich habe. Auf dem Weg zu einem Galaxo. Das war direkt hier in der Nähe. 2 Minuten Fahrt, von wo wir waren. Schnell das Gotcha beim Kollegen ausgemacht. Leider ist das gerade in einer Einbahnstraße. So, oh mein Gott. Ist gerade despawned. Was ist hier los heute? Ich habe noch drauf geklickt. Okay, jetzt hat. Echt komisch. Aber jetzt habe ich ihn. Puh, ein Galaxo. Das geht an dich, Felix.
Wir haben unseren Relaxo Battle immer noch. Also der war auch, also Map scheint zu laufen. Neue Theorie, das Stratini war kein Stundenspawn. Und wir sind halt zu spät gekommen. So, 100% Evoli, wieder direkt bei uns. Ohne was? 111, oh mein Gott. Ja. 100% immer goldene Berge jetzt, seitdem es die gibt. Aber hier ist eh nicht 100%. Ah ja, stimmt, bei hier ist eigentlich wurscht, aber ich sag's. Ist 29. Warte kurz, es ist nicht 100% bei mir. Nicht? Nee. Dann ist. Oh mein Gott, das End schlecht. Das ist es nicht. Oh mein Gott, Philipp, was ist da los? Warte mal. Goldene Bären, goldene Bären. Ich hab goldene Berge verschwendet. Evoli, 42 BP. Ja. Karl Theodor Straße 25, genau da hier sind wir. Wir kommen gleich, okay? Wir haben. Ja, wir waren ja noch im Sandling. Wir sind eigentlich genau hier. Ja, aber genau. Entweder ist hier noch einer. Okay, nee, warte. Vorne. Nee, hat keiner warte. Geschrieben. Warte. Nee, das ist es schon. Entweder ist hier noch eins oder das war irgendwie. Ja, wir kommen jetzt dann langsam. Wieder ein Fail. Jetzt fahre ich Straße nochmal runter, rauf und dann. Wisch mal abends dann, glaube ich. So, dritter Versuch. Angeblich soll hier ein 98% Voltilam sein. Trattini war ein Fail. Das Evoli war ein Fail. Trattini war gar nicht da. Evoli war nicht 100%. Relax und Funfish waren da. Ich glaube, es ist ein bisschen weiter drin noch. Bei meiner läuft eh ein bisschen verrückt. Geh mal ein bisschen weiter rein. Ich rufe dich, falls es da ist. Okay, es ist da. Wenigstens das funktioniert. Frage ist nur, also Evoli war auch da. Frage ist, wie viel AV es hat. Weil laut Map, oh mein Gott, laut Map, also laut Scanner meine ich, hat es nur, war es nur Level 2, also 10 WP oder so stand da. 20 WP. Und das hat jetzt 172, also das stimmt schon mal nicht. Also heute Map echt, echt komisch. So. IV, Attack, Defense, Best. Also 98 hat er. Nur, vielleicht habe ich mich verschaut. Ich schaue gleich nochmal auf den Scanner. Wo ist das Prozentzeichen? 98, okay. Voltilam 98. Also laut dem Scanner, Level 1, 10 WP. Und das stimmt nicht. Also das muss ich Philipp mal berichten. Was hat es, wie viel WP? WP hat das 100 irgendwas. Nee, wie viel EV bei dir? 98. Hat sie 98, oder? Also es hat zwei Werte 15. Höchstwahrscheinlich hat das 98. Ich weiß nicht, ob ich Gold oder Geld schmeißen soll. Musst du wissen, ich habe Gelb geworfen. Aber okay. 98 ist schon richtig, richtig gut. Scheiß drauf, Gelb. Ich
Ich hätte es nicht gemacht, aber ich habe schon einen 98er deswegen. Großartig geworfen hinterher. Aber die Schafe sind sehr, sehr friedlich. Da ist mir noch kein einziger geflohen. Passt. Also, Voltilam war da. 98% höchstwahrscheinlich. Nur die WP haben nicht gestimmt. Also heute ist alles komisch. Einmal waren wir beim Trattini. Spawnzeit hat nicht gestimmt. Einmal waren wir beim Evoli. IV hat nicht gestimmt. Und jetzt waren wir beim Voltilam. WP hat nicht gestimmt. Echt komischer Abend. Keine Ahnung, was da los ist. Jetzt müssen wir nach Hause. Sonst macht die Freundin Stress. Xana, falls du das siehst, das ist alles meine Schuld. Es tut mir leid. So, das war's. Es war ein echt merkwürdiger Abend. Da haben echt ein paar Sachen nicht gestimmt. Keine Ahnung, was los ist. Es haben jetzt auch noch andere Leute über andere Sachen berichtet, die nicht übereingestimmt haben. Schauen wir mal, was da los ist. Ich bin echt gespannt. Ansonsten, falls ihr irgendwelche Ungereimheiten entdeckt habt, schreibt das unten in die Kommentare. Und schreibt auch unten in die Kommentare, dass Oksana uns verzeihen soll, dass wir zu spät gekommen sind. Ansonsten wie mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.